Band heißt Roman. Der Übungsraum in der Parkanlage mitten in der Hauptstadt Dili ist improvisiert, wie so vieles in der Republik Timor-Leste, zu Deutsch Osttimor. Osttimor ist ein junges Land, gut 500 Kilometer nördlich von Australien und umgeben von den Inseln Indonesiens. Es war Jahrhunderte portugiesische Kolonie, dann von indonesischen Truppen besetzt. Mehr als 20 Jahre dauerte die indonesische Gewaltherrschaft. Seit 12 Jahren ist das Land unabhängig und blickt trotz traumatischer Vergangenheit optimistisch in die Zukunft. Fidelis Magalhaes verkörpert diesen Optimismus. Mit knapp 30 ist er Chef des Präsidialamts und rechte Hand des Präsidenten. Von ihm will ich wissen, wie er die Lage des Landes nach 12 Jahren Unabhängigkeit einschätzt. Ich glaube, dass die Geschichte Osttimors eine bemerkenswerte Geschichte ist. Gleichzeitig ist es aber auch eine Geschichte des Kampfes und der Leiden, aber auch eine Geschichte der Hoffnung. Wenn wir auf die letzten 12 Jahre zurückblicken, sehen wir deutlich, dass wir erhebliche Fortschritte gemacht haben. Aber, und das hat auch der Präsident gesagt, es gibt noch viel zu tun. Osttimor ist eines der ärmsten Länder Asiens. Die Wirtschaft unterentwickelt, das weiß auch der Präsidentenberater. Wir haben zwar den Ehrgeiz, dass unsere Bürger bis 2030 ein gutes Einkommen haben werden, trotzdem gibt es Probleme, was die Versorgung der Bevölkerung angeht und auch die öffentliche Verwaltung. Wie leben die Menschen hier, will ich wissen. Das Land hat gut 1,2 Millionen Einwohner. Ich fahre von Dili Richtung Osten, nach Bakau, in die zweitgrößte Stadt des Landes. Ich will mich auf dem großen Markt dort umsehen. Hier kann man fast alles kaufen, Früchte und Gemüse, das Land ist fruchtbar. Trotzdem gibt es Probleme. Ein Beispiel, der Reis. Der wird hier im Land produziert, ist von hoher Qualität, doch kaufen will ihn kaum jemand, er ist zu teuer. Gesetzlich ist jedem Reisbauern ein Preis von umgerechnet 75 Euro Cent pro Kilo garantiert und damit ist dieser Reis nicht konkurrenzfähig. Denn es gibt auch importierten Reis, zum Beispiel aus Vietnam, wie diesen hier. Er kostet nur gut die Hälfte des Einheimischen. Die Fülle des Angebots darf nicht darüber hinwegtäuschen. In Timor-Leste lebt fast jeder Zweite unter der Armutsgrenze. Hier treffe ich Emilia Moreira. Bananen will sie kaufen. Kochbananen müssen es sein. Richtig verarbeitet können die eine Delikatesse sein. Für diese Kochbananen hat Emilia Moreira vor ein paar Jahren eine Marktlücke entdeckt. Auf dem Hof vor ihrem Haus produziert sie Bananenchips, die sie später verkaufen wird. Ein echter Familienbetrieb. Die Schwiegermutter sorgt für ausreichend Hitze unter dem Topf. Die Tochter hilft beim Hobeln der Bananen. Wie fast alle Familien außerhalb der Hauptstadt Dili versorgen auch die Moreiras sich zum großen Teil selbst. Genau diese Chips, die hier im großen Wok brutzeln, werden schon bald ordentlich verpackt im Hafen von Dili landen. Es sind ganz spezielle Bananenchips. Sie werden nicht einfach nur frittiert, sondern noch mit einem Schuss Knoblauchwasser gewürzt. Für eine Tüte dieser Bananenchips bekommt Emilia Moreira umgerechnet 25 Euro Cent. Verkauft werden sie später für das Doppelte. Emilia Moreiras Heimatstadt Bakau ist nicht groß. Wie viele Menschen genau hier leben, weiß niemand.
Weniger als 20.000 sollen es sein. Die meisten Häuser liegen versteckt zwischen Palmen und mächtigen Eukalyptusbäumen. Mangrovenwälder gibt es hier und dort entlang der Küste. Etwas weiter östlich beginnt der Reisanbau. Auf kleinen Feldern und Terrassen hat das Getreide hervorragende Wachstumsbedingungen. In Speicherhäusern, die nach uralter Tradition gebaut sind, wird das Getreide gelagert. Julio da Costa de Jesus und sein Vater sind Reisbauern und haben dank Garantiepreis eine sichere Existenz. Ob sich der von ihnen produzierte Reis auch verkaufen lässt, muss sie nicht kümmern. Um diese Jahreszeit benötigen die Felder nur wenig Aufmerksamkeit, erklärt mir Julio. Nur hin und wieder muss kontrolliert werden, ob sich Schädlinge festgesetzt haben. Julio nutzt die freie Zeit. Auf die Landwirtschaft allein will er sich nicht verlassen. Nach dem Essen macht er sich auf den Weg. Er muss in die Hauptstadt Dili. Julio will Kapitän werden. Kapitän eines Schiffes, das unter der Flagge von Osttimor fährt. Ausgebildet wird er hier. Weil das Schulsystem in Osttimor völlig unterentwickelt ist, entstand mit deutscher Entwicklungshilfe eine Berufsfachschule für angehende Seeleute. Es ist eine der wenigen qualifizierten Ausbildungen im Land. Die meisten Lehrgänge und Prüfungen hat Julio schon hinter sich. Der Kurs in Erster Hilfe fehlt ihm noch. Länder wie Deutschland unterstützen die Ausbildung mit Sachmitteln und Fachkräften. Mit Leuten wie Kapitän Armin Gustav Müller. Früher stand er auf der Brücke deutscher Forschungsschiffe. Heute arbeitet er als Aufbauhelfer in Osttimor. Die Schüler hier träumen alle davon, später zur See fahren zu können. Und sie wollen nach der Ausbildung die indonesischen Seeleute ersetzen, die bisher in Osttimor arbeiten. Im Hafen der Hauptstadt Dili liegt die Berlin Nakroma. Sie ist ein Symbol ausländischer Entwicklungshilfe und wie die Schifffahrtsschule Teil eines deutschen Aufbauprojekts. Das Fährschiff versorgt den entlegenen Landesteil Ökusi mit der Hauptstadt. Ökusi ist vollständig von indonesischem Staatsgebiet umgeben. Zollformalitäten und Visabestimmungen machen den Landweg fast unmöglich. 30 Schiffe pro Monat werden hier abgefertigt. Aber wenn die Infrastruktur besser wäre, könnten es viel mehr sein. Draußen vor dem Hafenzaun ist der Andrang der Passagiere, die zwischen den Landesteilen pendeln, groß. Die Fähre ist ausgebucht. Viele Menschen in Dili haben Angehörige in Ökusi, die sie regelmäßig besuchen. Hier auf der Laderampe stoße ich nun auch wieder auf die Bananenchips aus Bakau. Sie werden später in der Schiffsbar verkauft. Fast jede Woche nimmt der Zahlmeister des Schiffes eine solche Lieferung entgegen. Fast immer, sagt er lachend, muss er die Qualität persönlich überprüfen. Etwas später kommen dann die Passagiere. Ein paar Autos sind schon verladen. Im Bauch des Schiffes hat vieles Platz. Hier stehen Ziegen, Schafe und Hühner. Auch ein paar Hähne für das beliebte Freizeitvergnügen in Osttimor, den Hahnenkampf, sind dabei. Der Hafen von Dili ist der einzige, über den Güter des täglichen Bedarfs transportiert werden können. Er müsste dringend ausgebaut werden. Doch im Moment hat Osttimor, das auf die Wasserwege angewiesen ist,
noch nicht einmal eine eigene Schifffahrtsbehörde. Die Berliner Kroma hat abgelegt. Eine lange Nacht liegt vor den Passagieren. Für die ersten Stunden ist Regen angesagt, später soll es dann aufklaren. Auch Giulio ist an Bord. Die Fahrt gehört zur Ausbildung. Schon bald haben die Fahrgäste es sich überall dort bequem gemacht, wo es ein bisschen Platz gibt. 12 Stunden wird die Fahrt dauern, wenn das Wetter mitspielt. Wenn nicht, dann können es auch mal 14 oder 15 werden. Der zukünftige Kapitän ist auf der Brücke. Es ist nicht seine erste Fahrt hier oben. Mir ist das mit der Rudermaschine nicht so ganz klar, fragt er den Kapitän. Was passiert eigentlich, wenn der Joystick hier oben mal ausfällt? Ist das Schiff dann manövrierunfähig? Der Kapitän erklärt geduldig, dass es eine Reserve-Ruderanlage gibt. Ausbildung und bessere Infrastruktur braucht Osttimor. Zum Beispiel bessere Straßen. In der Hauptstadt und auf dem Land. In dem jungen Staat geht es aufwärts. Am Abend treffe ich die Band Roman wieder. Sie probt für den Auftritt in einem Restaurant, ein kleines Zubrot. Alles etwas improvisiert, aber das ist eine Kunst, die hier viele beherrschen.